Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir wollen heute im AZT Kroatien den Teil 4 in Angriff nehmen. Es geht von Knin in Richtung Split. Und wir haben gestern Abend lange diskutiert, denn der harte Teil 3 steht heute wieder einem kurzen Abschnitt, jedoch mit dem Schwierigkeitsgrad hart gegenüber. Und ich weiß nicht, wie ihr es in der Gruppe behandelt. Wir haben jedenfalls die eindeutige Regelung, dass alle zustimmen müssen, wenn wir uns solch einen Abschnitt vornehmen oder ob wir dann eine Alternativroute suchen. In diesem Fall hieß das für uns, dass wir heute einen etwas entspannteren Tag angehen wollen und gegebenenfalls noch etwas weiter als Split fahren. Auf jeden Fall wollten wir nicht hoch in das Grenzland, was ja immer noch vermint ist. Aber ihr werdet schon sehen, eine leichtere Alternative ist nicht unbedingt immer eine leichtere. Es geht jedenfalls in Knin relativ schnell raus aufs Land. Und es ist einfach herrlich. Natürlich, wie so oft, wenn der Leader nicht aufpasst, muss es irgendjemand hinten tun. Und so haben wir denn hier dann doch noch die richtige Abfahrt erwischt. Ein weites, sehr weites, offenes Tal mit ganz geringer Vegetation erwartet uns. Und es sieht so aus, als würde es über weite Teile in dieser Version weitergehen. Ja, ihr seht, ich lasse den Film mal ein bisschen schneller laufen, möchte jedoch vermeiden, große Teile irgendwie zu unterdrücken, nur weil keine Action da ist. Denn mein Ziel ist es immer noch, euch möglichst viel von der Route und der Landschaft in den jeweiligen Abschnitten zu zeigen. Wer nur auf Action aus ist und auf Umfaller, Stürze und sonstige spektakuläre Dinge, der kann dann ja gleich stoppen und sich was anderes suchen. Für mich ist es wichtig, euch Landschaft zu präsentieren und das, was die Jungs im AZT für uns rausgesucht haben. Denn nach so einem Tag wie gestern ist es auch mal ganz nett, einfach einen entspannten Abschnitt zu haben. Hier der Hinweis: Fahrradrouten. Denn das ist auch Teil des AZTs immer wieder zu sehen, dass man sich die Routen wie auch im ersten und zweiten Teil auch mit Radfahrern teilt. Und die Kroaten sind leidenschaftliche Radfahrer und manchmal auch an Orten anzutreffen, wo man denkt, ups, da bin ich überrascht. Whatever. Weide, offene Weideflächen, Esel freilaufend, die Disteln schleckern, die Landschaft fliegt einfach vorbei an uns, kleine Dörfchen mit viel, ja, auch teilweise kaputter Bausubstanz. Wir werden heute noch einige Stellen diesbezüglich sehen. Bauten, die vor langem verlassen sind, aber auch ganze Ortschaften, die aufgegeben sind. Nun, es ist Juni. Die Sonne steht hier vorbeifahrend an einem Friedhof, der anders gepflegt als bei uns nur die Grabstellen in Pflege hat. Alles andere scheint so frei zu bleiben. Wir durchqueren die weite Ebene, sehen diese riesigen Tafelberge und lassen es wirklich entspannt durch die Landschaft fliegen. Wir kommen in einen Abschnitt, der von einer Art Wacholderheide geprägt ist. Durchaus sehr dorniges Material, aber alles in allem eben eine offene und sehr übersichtliche Landschaft. Auch hier immer wieder hartes Gestein, was vorbricht. Ein Blick sollte jedenfalls auch immer wieder über die Landschaft gehen. Hier so ein karstiger Höhenrücken. Und da geht es dann durchaus steinig nach unten. Ihr kennt das Problem ja, die GoPros sind einfach nicht wirklich gut in der Lage,
Gefälle und Steigung entsprechend adäquat wiederzugeben. Aber ich kann euch sagen, es ging hier ganz nett runter. Wie auch die anderen Anstiege später, als flach wirkend oder leicht ansteigend, die dann doch auch sehr steil hochgingen. Wir haben es eigentlich so gehandhabt, dass wir spätestens nach einer Dreiviertelstunde mal wieder eine Pause machen und uns umschauen. Meistens ist noch eine P-Pause der Anlass, sodass man wie hier erst einmal an einen Ausgangspunkt kommt. Günther! Hier rechts! Sonst sind wir auf dem harten Teil. Ja, hier in dieser Region, wo wir uns nochmal die mächtigen Tafelberge anschauen und mal Zeit und Gelegenheit haben für ein paar Selfies, hatten wir uns ein bisschen länger aufgehalten. Und die Infotafeln zeigen, dass in dieser Heide durchaus ein nettes Getier ist und wir froh sind, feste Stiefel zu haben. Auf jeden Fall, nochmal absichernd, haben wir uns dann an dieser Entscheidung für den alternativen Streckenteil entschieden, denn wir wollten heute nicht wieder einen harten Teil haben, denn gestern war es gut und wenn der heute schon vom ACT als hart ausgewiesen wird, dann war die Gruppe nicht mehr einstimmig bereit, diese Herausforderung zu suchen. Und so ging es denn dann heute über weite Teile entspannt. Und auch das gehört dazu, einmal entspannt zu fahren. Aber ihr werdet schon sehen, es geht die ganze Zeit nicht so weiter. Und die nächste Challenge wartet auch nicht besonders lange. Aber abwechslungsreich. Man hat ein herrliches Bild und man kann immer wieder über die Jungs vom ACT Scouting sich wundern, welche Strecken die doch wirklich so zusammengesucht haben. Und somit hat man wirklich einen wunderbaren Eindruck von Kroatien, von Land und Leuten, von der Art, wie gewirtschaftet wird, von schönen Ortschaften wie hier, in der man in den Cafés doch fast überwiegend nur Männer sitzen sieht. Es sei denn, es sind touristische Ehepaare unterwegs, aber hier ist noch eine gewisse Tradition, prägend für das Bild in der Öffentlichkeit. Wir lassen die Mopeds ein wenig über wunderschöne Kurven fliegen. Es macht Spaß, diese offene Landschaft zu durchgleiten. Und es war ja auch geplant für heute, ein bisschen entspannter zu fahren. Was allerdings sich auch bald ändern wird. Die weiten Ebenen lassen sich sehr gut überblicken und es sieht wirklich nach bedeckter Vegetation, aber wie sich dann im Detail herausstellt, ist es immer nur Kraut. Zurzeit ist auch in Kroatien die Heuernte voll im Gange. Hier wird teilweise noch Ballen Heu gepresst oder gar offen. Und dieser Dschungel hier war auch wieder eine kleine Challenge, denn teilweise war es schon so, dass man sich hinter der Verkleidung, hinter dem Windschutz verstecken musste, weil die Äste doch sehr tief und dicht in die Fahrbahn hängen. Wir kommen in einen Abschnitt, der ein bisschen nicht mehr von dem karstigen, grauen Gestein geprägt war, sondern es wurde so ein bisschen tonerdiger. Auf rotem Boden befanden wir uns dann plötzlich. Und es war eine wieder ganz offene Landschaft. Na, Andreas sucht nochmal eine Streckenalternative und ihr werdet später sehen, was ich davon habe. Hier lauern Steine, die einen ganz schön versetzen können. Hier haben wir so eine typische Situation von scheinbar aufgegebenen Dörfern, die nur noch aus Ruinen bestehen. Und Andreas muss mal stoppen, aber wir haben schon gesagt, komm, lass uns eine Pause machen. Es ist sowieso wieder an der Zeit. Aber schon auch deprimierend zu sehen, wie viel zurückgelassen wurde und wie viel auch hier an Ruinen
liegen und die Menschen wohl vor langer Zeit schon davongezogen sind. Es blüht hier und da kleine Blüten. Wir genießen mal, es zusammen im Schatten zu sitzen und nach einer kleinen Trink- und Trampelpause geht es dann wieder weiter. Wir haben ihn wieder, den Gravel. Und es wird immer wieder gut zu fahren sein. Doch die Pfützen sind schmierig plötzlich. Herrlich, diese Weite. Super zu fahren. Leider sind die Wasserrillen hier immer wie kleine Bumper, die einen dann richtig hüpfen lassen. Ihr könnt es ein bisschen bei Jakob und Andreas sehen. Der Abschnitt hier geht über einen Höhenrücken, der noch einiges zu bieten hatte. Nicht nur diese kleinen Hüpfer, und man muss wieder aufpassen, denn der Schotter liegt hier teilweise eben auch lose, sodass es nicht ganz einfach ist. Aber gut, schaut erstmal selbst. Alles fahrbar. Aber nach Easygoing sieht es auch nicht immer aus. Ja, der Abschnitt ist wirklich cool. Und man war wieder froh, nach diesen kurzen, fokussierenden Einlagen, Streckeneinlagen wieder mal durch eine kleine Ortschaft zu gleiten. Hier kommt man sicherlich mit keinem Möbelwagen so leicht durch. Und es ist erstaunlich, dass doch immer mal wieder richtig neue Häuser zu finden sind, wohingegen weite Teile leer sind. Die Friedhofskultur ist auch sehr unterschiedlich. Hier hatten wir mal einen sehr schweren, steinlastigen Friedhof. Und wir kommen jetzt wieder in einen waldigen Abschnitt. Enges Profil, teilweise so ein kleiner Single Trail, der dann auch ganz schön verbumpert war. Und wir haben es schnell gemerkt, ich habe jetzt die Kamera ein bisschen tief, dass es doch mächtige Stöße gab. Und wir sind dann abschnittsweise immer erstmal vor und haben dann zurückgefunkt. Hier nochmal eine kleine Schlammpfütze, wie die einzelnen Abschnitte aussehen. Hier geht es jetzt runter. Durchaus wieder nicht zu erkennen aus der Kamera. Und vor allen Dingen mit dem losen Geröll ist es hier schon ganz gut, ein wenig Abstand zu halten, was für uns ganz wichtig ist, damit wir nicht in eine Bredouille kommen, wenn wir plötzlich vor uns den Vordermann liegen sehen. Der Abschnitt war wirklich auch sehr heftig. Wir haben nochmal eine kleine Pause gemacht. Es war Zeit für ein bisschen Schatten und vor allen Dingen für regelmäßiges Trinken. Und auch dann geht's wieder weiter. Ich bin froh, dass es heute geschafft hat. Da war ich schon nach einer Pause. Was auf uns zukam. Den Karten sieht man es ja nicht immer unbedingt an. Und hier geht es auch wieder mächtig bergan. Engere Kurven, die zunächst mal noch ganz entspannt fahrbar sind. Aber hier hatten wir einen Abschnitt, der schon problematisch war. Günther hatte sich als erster abgelegt, weil für ihn heute als Trackmaster die Abfahrt links abgehend zu spät kam und er nochmal schnell in der Kurve bremsen und abbiegen wollte, aber nicht mehr ganz rumkam. Hier müssen wir einen ziemlichen Anstieg nehmen, der sehr verblockt, und ihr seht es hier vorne an meinem Cockpit, was immer mal wieder durch die Gegend fliegt. Das war schon ziemlich heftig, und es geht hier also echt hart zur Sache. Und ich musste erstmal auch noch einen Stopp einlegen, denn Jakob war vor mir und ich hatte dann die Situation, dass schon vor uns die Meldungen kamen, da liegt noch einer, da ist noch einer umgegangen. Und so waren wir erstmal damit beschäftigt, hier in der Situation, in dem Anstieg, Jakob erstmal wieder auf die Räder zu stellen. Zum Glück hat auch die Africa Twin alles gut verkraftet. Und es geht ohne Blessuren und ohne Zerstörungen oder Beschädigungen an den Maschinen weiter. Aber ihr seht, das hier ist nicht ganz so der ohne.
Jetzt haben wir es endlich geschafft. Günther war nochmal zurück, um bei dem einen oder anderen auch noch einen Tipp zu geben, beziehungsweise zu assistieren, falls nötig. So, das sind Zonen, die sind einfach grenzwertig. Absolut nur zu 5 zu empfehlen oder zu 4. Hier kriegt man keine Maschine wieder richtig hoch. Oder nur sehr schmerzhaft. Eine Pause verdient. Aber es ist alles gut gegangen. Und ja, Günther und Jakob haben aber keine Blessuren, sowohl an Maschine als auch körperlich, abbekommen. Hier seht ihr mal den Schlamm, dieser schöne rote Schlamm. Ich glaube, ich habe ihn heute noch irgendwo an der Maschine in Teilen. Auch Trinkpausen im Schatten sind bei den Temperaturen um 30 bis 34 Grad wirklich immer so, dass man danach froh ist, wenn man wieder auf dem Bike ist und mal laufen lassen kann. Hier eine Zwangspause in der Sonne, weil ein Streckenabschnitt im Bau war. Und wir kommen, wie ihr seht, von der Infrastruktur jetzt schon wieder runter an die Küste. Ein toller Tunnel, der mal ein bisschen punktuelle Abkühlung versprach. Und so geht es runter an die Küste. Wir kommen in den Hafen nach Split und hatten uns für diesen Tag vorgenommen, nicht länger uns in Split aufzuhalten. Wir haben nochmal eine Tank- und Kaffeepause gemacht und sind dann gleich runter in den Hafen, denn wir mussten ja noch Tickets für das Schiff ziehen, für die Fähre. Ja, wenn ihr hier runterkommt, versucht vielleicht vorher, wenn ihr es machen könnt, euch schlau zu machen, wo kriege ich denn meine Tickets? Es hat hier eine ganze Weile gedauert. Wir hatten sogar, als wir dann in unterschiedliche Richtungen losgegangen sind und gesucht haben, am Endeffekt zweimal Tickets gekauft, konnten aber netterweise am Counter dann hinterher wieder einen Satz Tickets zurückgeben. Na, freundlich sind die Mädels auch. Wir jedenfalls sind immer froh, wenn die Maschinen sich noch bewegen und man ein bisschen Fahrtwind bekommt. Ja, der Hafen von Split, ihr könnt es euch vorstellen, wir sind mit Sicherheit nicht allein. Wir haben schon mal die Klamotten ein bisschen abgelegt und bummeln jetzt hier zum Fährterminal, wo wir uns dann doch ganz schnell in größerer Gesellschaft befinden. Die Africa Twin sieht einfach klasse aus. Und schwupps kommen dann eine Gruppe aus Deutschland. Und natürlich hatten sie die gleichen Abschnitte, ähnliche Erfahrungen. Und so wird erstmal erzählt, während ich einmal ein bisschen den Blick durch den Hafen schweifen lasse. Und es dauerte nicht lange, dann ging's als Erster auf die Fähre. Riesenteile. Und wir werden schon sehen, das Schiff füllt sich dann doch recht zügig. Fachsimpeleien sind natürlich angesagt, bevor es dann mit verstautem Equipment endlich aus dem Hafen rausgeht. Und wir fahren, ich glaube, es waren fast 1,5 Stunden. Aber schön in die zunehmende Abendstimmung hineinzufahren. Wir haben uns mittlerweile auf dem Schiff schon ein Quartier gebucht und es ist klar, wo wir heute Abend landen. Und insofern geht es erstmal vorbei an der Insel Brac nach Havar raus. Split bleibt zurück und das Schiff macht angenehme Fahrt. Und man kann wirklich diese wunderbare Stimmung genießen und sehnsüchtig den Blick in die eine oder andere Richtung schweifen lassen. Es war sehr angenehm. Nun liegen die letzten Kilometer vor uns. Wir müssen einmal auf die Südseite der Insel queren. Aber bis heute war alles gut. Und hier seht ihr, sind wir die enge Passage zwischen den Inseln durch und sind in Stari Grad und fahren jetzt nach Sveta auf die südliche Seite, wo wir nach einer schönen Tour auch ganz entspannt angekommen sind. Alles war perfekt. Jakob hatte ein richtig tolles
Apartment gebucht mit einem integrierten oder angegliederten Gasthof, sodass wir die Abendstimmung hier bei bester Laune genießen können. Und wie ist so schön, ja, jeden Abend ist das Essen einfach auch immer ein kleines Ritual und jeder kann so nach seinen Bedürfnissen erstmal zuschlagen. Tag 4, 136 Abschnittskilometer, wir haben dann eben 178 gemacht. Wir hatten eine Reihe von Umfallern, aber es ist nichts passiert und wir fühlen uns reif für die Insel. Und wenn ihr Lust habt, dann morgen im fünften Teil wieder dabei zu sein, dann klickt wieder rein. Bis dahin, ciao.